So, willkommen zurück hier im Chaos-Spiel hier bei Siedler 2 und ein verzweifelter Versuch, einen Schiffsbauer auf die Insel zu bringen, ist uns endlich wahrscheinlich sozusagen gelungen. Jetzt weiß ich nicht, wo ist jetzt das Schiff, wo er ihn dabei hat? Versoffen oder? Normal müsste jetzt, glaube ich, hier drin sein. Ja, der Schiffsbauer ist drin, der müsste jetzt abgeholt werden und da kriegen wir doch noch einen Weg hin. Das wäre ja echt Hammer. Dann wäre hier eine direkte Landverbindung, geht einfach schneller. Als hier mit den scheiß Schiffen alles zu transportieren. Das ist so elendig, immer lahmarschig hier. So, im letzten Part haben wir die Goldmünzprägerei haben wir abgeschalten, damit die hier mehr Kohle bekommen. Bis jetzt merke ich noch nichts davon. Irgendwie läuft es immer noch nicht so gut von der Hand. So, jetzt haben sie noch Wasser gefunden. Schön. Da oben, stimmt, da habe ich ja gesagt, wir brauchen noch einen Brunnen. Ja, nur sollten sie halt da suchen, wo ich Brunnen bauen darf. Hier wäre die Möglichkeit, genau. Nix. Okay. Das ist natürlich schlecht. So, sie suchen an den Orten, wo es mir einfach nichts bringt. Geht doch mal hier vielleicht. Oder hier. Oder da. Nein, nicht da. Oh mein Gott. Die suchen an unmöglichen Stellen hier. Also. Ja, ja, ja. Da kannst du auch mal suchen. Wenn es da Wasser gibt. Oh, ich kann mal was hin. Oh, Schub. Das ist gut. Machen wir hier Wasser, Wasser, Wasser. Wo ist denn der Brunnen? Da. Ja, weil das Bier braucht natürlich Wasser und ohne Wasser geht nichts, ne? Yippie. Weil da kriegen wir natürlich. Oh, Scheiße. Jetzt müssen wir aber ganz schnell sein hier mit dem Wasser. Sonst gibt es nämlich echt kein Bier mehr. Ein Problem. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Bäckerei so viel Wasser verschlingt. So. Machen Sie nicht so eine große Runde laufen. Kriegen Sie es gleich. So, Schiffsbau ist da. Also jetzt kann die Produktion kann weitergehen. Kommt wieder ein Aufschwung, oder? Ich würde schon sagen, ich glaube, ich schaue mal kurz in die Statistik rein. So, Land natürlich wieder am weitesten. Gebäude haben wir den gelben überholt. Jetzt mal Ofen im roten. Waren sind wir nicht so gut wie die anderen. Militärmacht haben wir die roten überholt. Na, endlich. Oh, das ist prima. Also, wenn ich das so sehe, muss ich sagen, ja. Gut, gute Leistung. Ja, guter Aufschwung. So. Die werden mich auf jeden Fall nicht mehr angreifen. Wenn sie jetzt Angst haben. Militär, 9 Stück haben wir hier. Jetzt habe ich, guck mal, jetzt habe ich die Münzprägerei gestoppt und es geht immer noch nicht so voran, wie ich es eigentlich wollte. Und ich habe keine Ahnung warum. Jetzt kriegen sie das doch nicht mehr hin. Ah, ein Schiff ist fertig. Produktion wieder einstellen. Dann einmal hier das Schiff benutzen. Und, beziehungsweise ist ja kein Schiff, das ist ein Boot. Jetzt müssen sie auch nur noch das Boot hier nehmen. Und dort benutzen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, was ich jetzt hier gemacht habe mit dem Boot. Ja, da kommt es schon. Perfekt. Also gut, das klappt. Mann, ich muss extra eine Werft bauen wegen dem. Das ist... Boah. Das ist hart. Das ist echt hart.
So, wie sieht's aus? Läuft alles auf 100%, wie gesagt. Kohle müsste eigentlich kommen ohne Ende, aber... Achso, wegen dem Brunnen noch, ja. Stimmt. Da müssen wir noch warten mit der Brauerei dann. Jetzt geht's Bier aus. Ohne Bier keine Soldaten. Klare Sache. So. Okay. Bin mal gespannt, wie lange die Goldmine überleben wird. Okay, dann machen wir weiter. Wir haben ja jetzt wieder 9 Soldaten im Ersatz. Und ich werde jetzt mal versuchen, ob ich nicht vielleicht hier ein Gebäude einnehmen kann. Zum Beispiel das da. Mal schauen, ob einer reicht. Bin immer gespannt. Ich will nicht zu viel ausgeben. So, wir lassen jetzt mal die Münzen, die müssen wir jetzt mal ein bisschen im Auge behalten, was wir haben. 19 Stück. Da bringen wir sie nämlich wieder hin. Warum auch immer. Immer noch dort, oder? Ah, wahrscheinlich bringen sie auch hier noch rein. Bin gespannt, ob der Einsatz hier gelingen wird. Wahrscheinlich fehlt uns eh dann hier ein Stück Land. Ah, okay, da könnte er reichen. Hier haben sie 3 drin, hier auch 3. Okay, passt. Ich muss aber hier zwischendrin noch eine Grenze machen. Ah, was nehmen wir jetzt da am besten? Nicht zu großes Gebäude. Ich darf hier gar nichts nehmen. Na super. Wenn ich vielleicht den hier angreife. Dann darf ich mit 2 angreifen. Ich probiere es mal kurz, weil ich muss hier irgendwie eine Verbindung hinbekommen, sonst komme ich nicht durch. Weil hier kann ich nichts bauen, das ist blöd. Die haben jetzt natürlich alles vom Markt. Oh scheiße, Gold ist aufgebraucht. Egal, macht nichts. Wir haben da unten noch, da können wir kurz uns mit beschäftigen. Aber jetzt warte ich, bis der Kampf hier durch ist. Wir haben noch 11 Barren, haben wir noch mehr Satz. Greifen wir unten erstmal mit den 2 an. Schauen, was passiert. Gut, die kommen schon raus. Kann sein, die fangen uns schon ab und wir kriegen schon einen auf die Kappe hier. Deswegen schicke ich gleich nochmal einen. Weil das sind Elite-Soldaten, muss ich jetzt hier haben. So, 5 Soldaten haben wir noch im Ersatz, aber ich glaube, da kommen gleich wieder. Toll, der hat den schon besiegt hier. Scheiße. Voll gescheitert, total gescheitert, ey. Nochmal. So, jetzt kommen sie von anderen raus. Oh shit, das war natürlich so jetzt nicht geplant. Oh, wieso müsst ihr euch hier so breit machen? Ah, guck mal, hier kann ich eine Wachstube bauen. Okay. Okay, das muss ich jetzt nur durchmetzeln, wenn er meint. Wird er eh nicht schaffen. Scheiße. Okay, dann setzen wir hier die Wachstube und warten mal. Wir haben ja Ersatzsoldaten und Goldmünzen. Okay, hier unten müssen wir jetzt einmal um den Scheißberg kommen, wa? Damit wir hier ans Gold kommen. Die gelehrt, 2 Stück. Schauen wir gleich mal, wie es aussieht. Ab wann das Gold eigentlich kommt. Vielleicht kommt es hier hinten schon. Oh, wir werden angegriffen. Ja, sollen sie es einnehmen, ist mir egal. Ich weiß mir eh wieder. Gut.
Dann gehen wir halt hier über die Wachstube. Drückt jetzt die hier eh weg und dann können wir das hier einnehmen nachher. So, militärisch sind wir wieder etwas gesunken. Aber im Gold haben wir sie bald eingeholt. Was baut er jetzt dahin? Was hat er jetzt vor? Kriegen wir noch einen Soldat, dass wir hier wieder voll bekommen? Oh! Sieht's aus wie Gold. 18 Münzen. Also wenn er unter 10 Münzen geht, werde ich sie wieder anschmeißen. Produktion. Bringt er mir jetzt die zwei Geologen? Ja. Acht Soldaten. Kriegen wir nochmal einen? 9. Haben wir dann noch welche? 7 Stück, okay. Das ist gut. Naja, da greifen sie eh nicht an. Nur wichtig, dass die zwei Gebäude hier mal wegkommen. Dass wir dort rankommen, hier unten. Hier sind wir voll im Beschuss, wenn wir hier rangehen. Hey, wenn ich genug Soldaten hätte, dann könnte ich... Ja, ich habe aber nicht genug. Shit. Ja, bring mal das Gold, genau. Bilde sie aus. Ah, Brauerei bekommt wieder was. Wird auch gut sein. So, Eisenschmelze und Schmiedelauf auf 100%. 17 Münzen haben wir noch. Noch Soldaten? Ne, sollten sie mal runterbringen, damit wir hier Kohle gefunden. Okay. Hm, ich denke, die kleine Wachstube wird reichen für hier. Wird dann eh wahrscheinlich auch gleich mit Gold vollgestopft. Soll ich eigentlich das Gold hier hochbringen lassen an die Front? Wenn ich jetzt hier vielleicht hier ein Lager hinbaue und das Gold auslagern lassen würde hier hoch. Ich glaube, das wäre auch kein Fehler. Ah, das mache ich aber jetzt nicht. Ist mir noch zu unsicher. Hier sind noch nicht so gute Soldaten drin. Da warte ich lieber mal noch ein bisschen. Ach, lass es lieber hier im sicheren Lager. Nicht, dass nachher irgendwas ist. Die kriegen hier gerade eh kein Gold mehr. Was ist los? Ah, da kommt. So, jetzt müssen wir nur noch besetzen und dann passt das hier. So, komm. Gut. Na, wo sind wir denn? Wo bleiben meine Soldaten? Hm. Wollen sie nicht? Vielleicht müde. Soll ich immer gleich mal das Gold verbieten? Ah, die bringen schon wieder eine Münze hier runter, ey. Tut doch nicht sowas. Also, ich habe ja gesagt, dass ich, wenn eine Insel ausgeschöpft ist, dass ich sie dann in dem Fall wieder hergebe. Weil die brauche ich ja echt dann nichts mehr.
kann mal gucken, ob es hier noch was zu holen gibt. Ansonsten würde ich die Insel dann einreißen. Einreißen. Hier holen wir mal einen Gelehrten. Dann hier auch noch einen. Lassen wir mal kurz den Turm hier durchsuchen. Turm. Den Berg. Mein Gott, was ist denn heute los? Sprachstörungen. Ich hab doch gar nichts gesoffen. So, wenn dann... Ah, hier ist noch Eisen. Wenn dann das Eisen wegfällt, wird dann hier eh wieder alles abgerissen. Hier hinten brauchen wir nicht mehr das Land. Können wir drauf verzichten dann. Bringt uns nichts mehr. Wir brauchen eh die Soldaten. Und dann ist es wurscht. So, haben die nicht gerade einen Soldat hierher gebracht? Hm. Schon wieder weg, oder was? Dann nehme ich lieber die Soldaten, nämlich zum hier unten wieder besiedeln. Aber jetzt warte mal, was sie sagen, weil dann reiße ich auch irgendwann mal das Hafengebäude, lasse ich leer räumen. Und werde es dann einreißen lassen. Da liegt eine Goldmünze. Warum liegt hier eine Goldmünze rum? Das geht mal nicht. Ich kann die eh mal alles leer machen, langsam. Korn, wieso ist hier Korn drin? So, mal die ganzen Waren alle raus. Am besten alles schon mal vorbereiten für einen Abriss dann. So. Dass hier am besten gar nichts mehr eingelagert wird. Alles raus hier. So, dann bringen sie das gleich mal weiter. Militärgebäude besetzt. Sehr gut. Ach, ein Katapult bauen sie. Sowas. Okay. Jetzt drehen sie aber komplett am Rad hier. Ey, jetzt haben sie echt was an der Klatsche. Ah, gut. Kommen wir hier weiter? Eine Baracke für mich. Da ist der Weg. Nein, nicht da. Da. Und gleich wieder suchen lassen. Zwei Gelehrte bitte. Und hier will ich dann noch ein bisschen Kohle abbauen. Nee, halt. Nicht da. Weg. Da will ich. Kohle. So, ein bisschen wittiger. So, und jetzt? Kann ich nur warten. Wo sind die Geologen? Wo ich hier haben wollte. Wieso kommt ihr nicht? Wieso bringt ihr Essen hierher? Hallo, ich bin gerade hier. Einlagerung stoppen. Mann, Mann, Mann. Ich will nicht, dass hier noch was eingelagert wird. Alles raus, alles muss raus. So, was macht unsere Goldmünzenkacke hier? 14 Stück. Oh je, jetzt müssen sie bald wieder anwerfen, die Produktion. Bald ist es wieder soweit. Gerade wo es so gut läuft, ne? Ah, hier ist ja auch Kohle drin, Alter. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Das gibt's echt nicht. Einlagerung stoppen. Ach, ich muss das extra so machen. Auslagern.
So, ich will hier nichts mehr haben, wo irgendwie... Obwohl, ah, halt, hier brauche ich es doch noch. Ah, nee, halt, hier unten. Oh, ich habe gerade den... Ich habe gerade gedacht, ich hätte hier nichts mehr zu holen. Ist ja aber nicht so, ne? So, machen wir es wieder rückgängig. Ups. Einlagerung, ihr dürft ihr natürlich einlagern, ne? So. Nur hier muss alles raus. So, aber so wie es aussieht, tun sie auch schon kräftig hier alles wieder nach oben bringen. Über den Seeweg. Auch mal die ganze Kohle, wo sie hier überall haben. So, noch 12 Goldmünzen haben wir. Ah, komm, mach mal schneller. Bring mir hier schneller Gold. Wie, Kohle gefunden? Wo? Wo zur Hölle kommt hier noch Kohle her? Das kann doch nicht wahr sein. Naja gut, dann werden wir im nächsten Part uns überlegen, ob wir dann diese Insel schließen. Irgendwann, wenn dann hier unten auch alles verbraucht ist. Oder ob wir die bestehen lassen. Und bis dahin noch einen schönen Abend. Ciao.